Die Dinge, über die ich sprechen möchte, sind die besten Moskitonetze. Hallo, ich bin Gilia Bisaki von blogsbisaki.it. Die besten Moskitonetze unterteilen sich in drei Kategorien. Die erste sind solche mit Feder, die zweite Tafeln und die dritte die präsentierten. Die ersten sind die mit Feder, die auch am häufigsten verwendet werden. Es gibt Versionen für Fenster, verschiedene hoch und runter. Sie werden als Federvertikalen bezeichnet. Die horizontalen sind die für Fenstertüren. Du musst auf zwei Details achten. Das erste ist die Feder, weil sie sehr gefährlich ist. Wenn sie losgeht, riskiert sie, Menschen zu verletzen. Nicht einmal ein Kind können wir uns denken. Und vor allem gehen sie auch leicht kaputt, weil diese Feder durch die Lücken im Moskitonetz geht. Also immer eine entschleunigte Version. Die andere Sache, auf die du achten musst, ist, dass du bei den Fenstertüren ohne Bodenschiene fahren musst. Also wir wollen nicht den Boden mit dem riesigen Stolperstein, der auch gefährlich ist, weil es hier seit 20 Jahren Moskitonetze ohne Bodenführung oder mit flacher Führung gibt. Wir sprechen also nur von 3 bis 4 mm Dicke. Nicht nur gefährlich, sie sind auch bequemer, weil sie sogenannte Friktionen sind. Ein bisschen wie bei den Vertikalen, sie bewegen sich langsam. Wenn sie sie öffnen, öffnen sie die Hälfte von ihnen und sie können auch die Hälfte von ihnen stoppen. Die zweite Kategorie, wir sagten, sind die Panels. Es sind Moskitonetze, die nicht besonders sind. Sie können Schiebepaneele, 2, 3 oder 4 Paneele herstellen. Sie können sie anpassen, wenn es draußen nicht dunkel ist, weil sie sich sonst nicht öffnen lassen. Oder feste Paneele, ein bisschen im amerikanischen Stil oder sogar in nördlichen Ländern, wird es verwendet. Es werden abnehmbare Paneele hergestellt, die ich im Sommer montiere und im Winter demontiere. Die dritte Kategorie von Moskitonetzen sind die Prisentate. Die Prisentate sind die Mückenschutzgitter, die alle Vedine zwischen den Netzen haben und Vorteile haben, die erstens in der Größe liegen. Ich kann sehr große und sehr hohe Dinge machen. Ich könnte zum Beispiel einen Balkon abschirmen, was mit anderen Mückenschutzgittern undenkbar ist. Und der andere Vorteil, der immer mit der Größe zusammenhängt, ist, dass sie sehr, sehr geringe Stärken haben. Ich kann sie also an Orten montieren, an denen andere Mückenschutzgitter vielleicht gar nicht anzubringen sind. Sie haben einen sehr kleinen Schatten und ich kann sehr, sehr große Größen machen. Ich kann sogar 4 Meter, 5 Meter überschreiten. Stellen wir uns eine Loggia vor, hinter der sich ein paar Fenster befinden. Statt Mücken in die Fenster zu machen, mache ich sie vielleicht in der Loggia. Dies ist mit Prisentat-Mückenschutzgittern möglich. Ein weiterer Vorteil sind auch die Präzision und die Sicherheit, denn es gibt keine Feder, es gibt keinen Marktorgan, sodass es einfach ist, es wie ein Kind zu nutzen, es verursacht keine Probleme.